Letzten Sonntag fand im Tennis-Event-Center Hohenems der 37. landesnahen Tag statt. Der Festakt wurde mit einem Frühschoppen, dem Zunftmeisterempfang und mit Auftritten des Verbandes Vorarlberger Fastnachtzünfte und Garden, kurz VVF, sowie Festansprachen von Schlossnarrenpräsident Karl-Heinz Sutter und Landeshauptmann Markus Wallner bestritten. Ausrichter waren diesmal die Emser Schlossnarren. Der Landesnarrentag ist eine Veranstaltung für mich persönlich, wo man sich einfach die ganze Narre im Land trifft. Für mich ist Vorarlberg eine riesige Narrenfamilie und da ist es das einzige Mal, wo sich die ganzen Narren aus dem ganzen Land gemeinsam treffen. Wir haben heute 250 Leute im Einsatz, wo das Ganze bewältigen. Also das heißt Aufbau, Abbau, Umzug, Wirtschaft, 250 Personen. Pünktlich um 11.11 Uhr wurde dann die offizielle Eröffnung der Fasnacht durch VVF-Präsident Michael Stocklaser eingeleitet. Meine Damen und Herren, bitte um Ruhe, es folgt ein kleiner Staatsakt. Und zum Moderator möchte ich sagen, lieber gespannt, dass wir hier als früher komisch anscheinend. Der Landesnarrentag ist für uns in Vorarlberg so wie die Oscarverleihung in Hohenems. Denn einmal im Jahr treffen sich alle Verbandsmitglieder, das sind doch 6.000. Und die Delegationen, die kommen zu einem Ausrichter, der das Megaspektakel auf die Beine stellt. Das heißt, da sind nur 3.000 Aktive beim Umzug. Es ist jener Ort, wo man das größte Portfolio der Narretei in Vorarlberg sieht. Und die Fasnacht ist für mich etwas generationsübergreifendes. Etwas, was bewegt, was nicht nur Humor bedeutet, sondern es ist ein kultureller Auftrag. Es sind alte Bräuche, die von unseren Zünften, von unseren Vereinen in allen Ortschaften des Landes gepflegt werden. Die Narretei zeichnet sich dadurch aus, dass man gerne der Obrigkeit ein bisschen den Spiegel vorhebt, dass man kreativ ist, dass man ein Ideenreichtum an den Tag anlegt. Die närrische Familie ist eine wunderbare große Familie, die miteinander die Projekte und miteinander die Fasnacht umsetzt. Das ist auch Stichwort, denn zusammen ist man stark. Und das zelebrieren die Närrinnen und Narren jetzt bis Mitte März schon fast, bis die letzten Funken abbrennt sind und bis die Landesgardegala über die Bühne ist. Also jeder, der denkt, die Narretei sei nur saisonale Heiterkeit, der irrt. Denn es ist so, dass die Zünfte und die Gruppierungen, gerade die, wo im Landesverband integriert sind, ganzjährig ihren Beitrag ehrenamtlich leisten. Die Narretei selber kennen wir aus der 5. Jahreszeit, wenn die Bälle stattfinden, die Umzüge, das ist das eine. Das will aber gut vorbereitet sein und das läuft aber alles nach der 5. Jahreszeit ab, wo die vielen Närrinnen und Narren sich überlegen, was können wir tun, was machen wir im nächsten Jahr, um eben Brauchtum und Traditionen auch in Zukunft erfolgreich an ein breiter Publikum weitergehen zu können. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete der große Narrenlauf ab 13.30 Uhr im Stadtteil Herrenried. Nach dem offiziellen Teil vom Vormittag starten wir um 13.30 Uhr mit dem Faschingsumzug, wo 100 neue Gruppen teilnehmen. Da sind auch wieder alle Vereine dabei. Und der führt im Herrenried rundum und geht circa 3 Stunden. In der Bezirksreihenfolge Dornbirn, Bregenz, Bludenz und Fellkirch präsentierten sich die Zünfte und Gruppierungen in voller Montur, herrlich geschmückten Wagen und närrischen Treiben. Dieses Spektakel lockte wie immer jährlich tausende Narren und Meschkele-Begeisterte aus allen Teilen des Ländles herbei, die auch dementsprechend für närrische Stimmung sorgten.